Wichtig ist, wenn du kein Futter hast, stehen bleiben. Nur wenn er dich anschiebt an der Hand, dann rückwärts gehen. Noch in der Geschwindigkeit. Stehen bleiben, wenn er auffährt? Super. Notfalls auch ruhig noch mal Schritte auf ihn zugehen, dass du wieder ganz nah bei ihm bist. Jawohl. Und aus der Position kann ich dich jetzt einfach nur rechts drehen und vorwärts weitergehen. Das aber dann nur, wenn er gerade an der Hand dran ist. Und dann kann ich ihn halt schön mit dir weiterhin mitführen. Das sind jetzt alles Übungen, um den Antrieb vom Hund zum Mensch halt einfach zu stärken. Dass er gerne bei dich kommt. Anstatt irgendwo an dich da rumgedümbele. Das ist normal, dass da jetzt ständig was runterfällt. Gut. Genau so. Schickst du vorwärts, dann drehe ich dich wieder rum, laufst wieder rückwärts, dann wieder zum Hund hindrehe und rückwärts. So, genau so. Immer so hin und her, weil dann kriegt der Hund gar nicht mehr mit, schiebt er jetzt oder gibst du die Richtung an? Das ist so eine Art Verwirrungstaktik für den Hund, ne? Weil er denkt, er dürft bestimmen, weil er ja treibt. Und dann gehst du aber rum, nimmst ihn mit, dann gibst du an und auf einmal drehst du dich schwerer zu und er darf wieder. Also sowas, aber